kurz, Episode 8, Know-how und schnelles Segeln. Nutzen Sie das gesamte Rahmenprogramm. Nutzen Sie die gesamten Informationen, die Sie kriegen können. Das ist einmal Punkt 1. Als zweites, am Schiff, ich sage immer Taubstummenschiff. Also sprechen möglichst vermeiden, während der Regatta sowieso. Das bringt nur andere draus auf ihrem Schiff. Es gibt da nichts zu besprechen, auch nichts zum Sagen, sondern man hat das ja vorher geübt, dass jeder seine Position selber besetzt und selber ausführt, im Verbund mit allen anderen Positionen. Optimal ist, wenn man schafft, ohne Kommandos zu segeln. Das ist bei einer guten Crew nicht mehr notwendig. Wenn der Rudergänger das Ruder bewegt, wissen alle anderen, was sie jetzt zu tun haben. Also der an der Vorschot weiß, was er zu tun hat, der am Spiehachterholler weiß, was er zu tun hat, der Bittmann weiß, wo er welche Klampen öffnen oder schließen muss, etc. etc. Ganz wichtig ist dabei, dass jeder seine Position selber führt, dass auch jeder sein Segel selbst segelt. Das heißt, er braucht keine Anweisungen, was er jetzt zu tun hat und wie er das optimal hinkriegt, das macht er selber bis in den Trim hinein. Im Zweifel ist immer mein Ding, nicht kneifen, sondern laufen lassen. Also bei der Regatta geht es immer um Strecke und im Verbund mit Geschwindigkeit. Im Zweifel ist man schneller, wenn man es eher laufen lässt, als wie kneift, zum Beispiel am Wind in der Höhe oder Downwind, dass man schaut, dass man möglichst auf die Bahnmarke zukommt und die Geschwindigkeit dabei vergisst, das ist der falsche Weg. Also lassen Sie Ihr Schiff laufen. Das Spiel ist gefüllt, es geht um Strecke und Geschwindigkeit. Sorgen Sie für sachte Bewegungen, vor allem wenn wenig Wind ist. Umso sachter die Bewegungen an Bord sind, umso ruhiger und ineinandergreifend die Bewegungen der Crew durchgeführt werden, auch was die Führung, das Vieren, das Anholen, das Dichtholen, das Schotten des laufenden Gutes betrifft. Dieses Plätschern, das man hört, Downwind, hinten am Spiegel, hinterm Schiff, das ist dann genau das Feeling, man bekommt es dann, wo man weiß, jetzt habe ich die optimale Geschwindigkeit, Downwind. Und ich merke das dann auch, wenn das anders oder leiser wird, ich brauche mehr Geschwindigkeit oder ich brauche weniger oder ich kann mehr auf mein Ziel zufahren. Das ist sehr viel Gefühlssache. Als nächstes empfehle ich voreilendes Gegensteuern. Also wenn man merkt, jetzt zum Beispiel Downwind, es kommt jetzt der Wind minimal anders im Verhältnis zu meiner Strecke, dann sofort reagieren und einschreiten, dass das möglichst rund wird, die gesamte Bewegung des Schiffes im Wasser. Möglichst rund, das heißt schon ein bisschen vorhalten zum Beispiel oder Ruder legen in die andere Richtung etc., was halt erforderlich ist, die Leinen etwas mehr anholen oder etwas mehr führen. Minimale Bewegungen schon im Vorhinein erahnen sozusagen. Man spürt das, wenn man das öfter macht und ein bisschen Routine hat. Das laufende Gut, das ist der nächste wichtige Punkt, bitte vorm Verheddern bewahren. Das macht man immer und jederzeit. Immer schaut jeder, der an einer Schot tätig ist, dass sie sich nicht verheddert, nirgends verfangen kann und nicht in sich selber so verstrickt, dass man dann, wenn man sie vieren muss, das Ding nicht mehr rausbringt.